gibt wieder ein Zweitages-Update. Das erste ist, meine Armaturen sind gekommen. Sowohl für die Küche als auch für die Dusche. Das ist cool, weil am Samstagmorgen tun wir das jetzt montieren. Also Armaturen machen. Plus Gasherd in Betrieb nehmen. Und dann ist die Küche dann geboren. Das ist der Plan. Dann gibt es noch das Update vom Kino. Für das gehen wir ins Kino. Gestern hat die Open-Air-Saison angefangen und ich war die ganze letzte Woche so dran, den Projektor am Einrichten und Technik wieder installieren und alles machen. Und das darf man jetzt wahrscheinlich nicht erzählen. Aber der Projektor ist gestern Abend etwa um 5 Uhr ausgestiegen vor der ersten Vorstellung und ich war recht gefrustet. Es hat sich dann wie so gut ergeben, weil es hat dann geregnet, also spielt es nicht so eine Rolle. Und heute ist jetzt schönes Wetter und wir haben jetzt einen neuen Projektor installiert. Und hier kommt es gut. Das war's! Morgen, ich muss euch ja bei dir, die neu dazukommen sind, hier im Vlog schnell erklären, was das Open Air Kino in Freiestein ist und was wir da überhaupt machen. Weil das habt ihr ja gar nicht mitbekommen. Ich soll das erklären. Für all die, die jetzt seit einem Jahr nicht den Vlog geschaut haben und jetzt neu dazukommen sind, jetzt müssen wir ja sagen, was das ist. Oh, ich bin so schlecht im Anpreisen. Schau, ich kann es einfach so machen. Ich zeige euch, was zum Arbeiten ist. Ich zeige es euch, es ist kein Problem. Jetzt kommen wir in die Küche mit unserem super Küche-Team. Das ist die Zusammenarbeit. Aus dem besteht die Zusammenarbeit. Aus dem. Und aus dem Kippen. Erklärst du jetzt du? Ja. Kannst auch kommen. Zusammenarbeit ist immer Donnerstag, Freitag, Samstag. Von 5 bis 12 Uhr. Von 5 bis 12 Uhr. Am 4.09 Uhr gibt es einen Film. Der Remi mit Baccio Lupaio kocht. Es gibt jede Woche andere Menü. Es gibt jede Woche ein anderes Menü. Es gibt Klassiker, die gleich bleiben. Also der Burger bleibt gleich. Ceviche, gekocht von der Pam, bleibt genau gleich. Es gibt immer Produkte aus der Region, sprich Salat vom Rinderknecht, Fleisch von der Doris, also Essen in der gut bei uns. Und man kann sowohl in die Sommerarbeit kommen, um etwas trinken und essen und den Film schauen, man kann aber auch kommen, einfach um etwas trinken. So ist es. Simple as that. Das ist es. Also haben Sie noch ein bisschen mitbekommen, was da passiert. Jetzt bin ich nur noch vorbeikommen.